So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Und ich habe es letztes Mal gesagt, wir werden jetzt endlich mal wieder gegeneinander spielen. Also nicht wir gegeneinander, sondern wir spielen Multi. Denn ich habe gerade wieder gutes Internet dafür, da ich ja zu Hause bei Eltern bin. Und ja, ärgern wir uns eine Runde durch vernetztes Spielen. Wird lustig. Nicht. Also wirklich nicht. Nein, echt nicht. Nee. Hurdenrennen. Das klingt interessant. Das klingt vor allem nach wirklich was, was man gegeneinander spielen kann. Ich bin gespannt. Oh nein, es lädt jetzt schon. Oh no. Oh no. Oh no. Ja. Wir haben ein Problem, Leute. Aber ich hoffe, das bin nicht ich. Also, das Internet hier ist eigentlich gut, ne? Ich hoffe, das bin ich. Ich hoffe es jedes Mal, dass ich das nicht bin. Das ist... Ah. So, wir müssen eh alle den drücken. Chillt halt, Freunde. So, jeder sucht sich eine Röhre. Aber guck mal, der Kringel ist bei mir. Bin ich das? Gott, ich hoffe nicht. Leute, jetzt könnte man immer wieder den P-Switch drücken. Das wäre natürlich richtig dämlich. Einfach zum Trollen immer wieder den P-Switch drücken und es geht nie los und wir laufen aus zeitlich. Und nein, ich habe das Gefühl, ich bin das, ne? Scheiße. Ey, du machst das jetzt nicht wirklich. Du machst das nicht wirklich! Darüber soll er denn Quatsch machen? Ah, oh, ist das sein... Alter! Was ist ein Vollidiot? Leider kann man den halt nicht tragen, ne? Weil wir sind gerade jetzt gerade bei Mario Bros. Wenn der jetzt wiederkommt, ich verhindere es. Diesmal verhindere ich es, wenn der wiederkommt. Ernsthaft jetzt? Oh, yes. Jetzt hat sie sich selber den Weg verbaut. Oh, ist die blöd. Oh, die ist bei mir durch. Die ist bei mir durch. Oh, nein. Ah, das gibt's doch nicht. Na geil, jetzt... Das ist Internet hier, oder? Vielleicht Eltern gerade drin mit Scheiße. Kann natürlich sein. Oh nein, jetzt kommen wir da nicht raus. Alter, wer solche Mitspieler hat. Ich komm raus! Erreiche ich den Flagpole noch? Wahrscheinlich nicht. Alter, mach dich weg! Hä, wieso geht das nicht? Hä? Ja gut, mir hätte zeitlich eh nicht mehr funktioniert, aber hä? Das war gerade mehr als weird. Level ist aber schön für Multi. Kann man nichts sagen.
Aber das war eine komische Gruppe. Ein Getrollener. Hier, wer war denn dieser, wer war denn der Luigi? Master Dawn 2. Der hat angefangen mit dem Trollen. Ich hab's ja nur ausgesprochen, ich hab's ja nicht gemacht. Was war das denn bitte? Aber das mit dem Internet habe ich nicht verstanden. Warum? Warum hat das jetzt so. Was hat's sonst nicht gemacht? Wer könnte denn bei uns gerade im Internet. Aber jetzt um die Uhrzeit vor allem ist doch jetzt keiner mehr im Internet. Also es ist gerade nach Mitternacht, deswegen. Und es ging doch sonst. Aber der Kringel war halt bei mir. Na, das muss man dazu sagen. Der Kringel war bei mir. Ist bei meinem Handy das Internet gerade an? Nein. Da ist auch aus. Huh. Ja gut, jetzt kommt hier eh nichts bei raus anscheinend. Dann machen wir halt einen Super-Expert-Run, ganz ehrlich. Wollte ich schon die letzten Male machen. Ich warte doch jetzt nicht wieder 30 Sekunden, um dann drei. Jetzt müssen wir wieder 30 Sekunden von vorne warten. Dann gibt mir halt gleich die vierte Person. Bum. Wetten, bei 10 Sekunden oder so geht's auf die 4. Okay, tut's nicht. Ja, dann lass halt jetzt zu dritt. Oh. Nein! Master Dawn 2 ist tot. Warum ist der denn schon wieder dabei jetzt? Spielt gerade kein Mensch außer uns? Aber guck mal, jetzt ist es flüssig, dann kann es doch nicht mein Internet sein, aber trotzdem war der Kringel halt bei mir. Mist. Okay, aber da kann man durch. Oh shit! Jetzt habe ich mal diese Münzen da eingesammelt, was nicht gut ist. Achso, man muss durch die Röhre. Scheiße. Wobei man hätte vielleicht mit einem gezielten. Na, es geht wahrscheinlich nicht. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was in der Röhre war, deswegen gebe ich mal Mittel. Aber guck mal, jetzt war das Internet in Ordnung und das ist ja. Ne? Dann bin's doch nicht ich. Trotzdem war der Kringel halt bei mir, das hat mich irritiert. Okay, in der Gruppe können wir bleiben. Das hat funktioniert, auch internettechnisch. Gucken wir mal, ob die bleiben. Oder ob die rausgehen. Wahrscheinlich ist genau dieser komische Doe-Typ wieder dabei. Ich verstehe nicht, warum der das gemacht hat mit dem P-Switch. Zweimal. Und dann wollte Toadette auch noch. Die blöde Nuss. Jetzt dauert es wieder 3 Jahre, bis hier die 4 kommt. Aber das heißt doch dann jetzt, die anderen sind aus der Gruppe raus, sonst würde sich die Gruppe doch sofort wieder zusammensetzen, oder? Wenn ich auf Weiterspielen gehe. Dann versuche ich doch in der Gruppe zu bleiben. Nee, nichts abbrechen. Oh, jetzt geht's wieder von vorne los. Ach, Mann. Ein 1 versus 1 gegen diesen Doe-Typen wäre jetzt auch interessant. Tatsächlich sogar. Und kurz bevor es losgeht, schlägt es auf 3 hoch und statt wieder bei 30 Sekunden. Oh Mann, warum sag ich's denn? Ach, komm schon, dann gib uns doch gleich die 4. Oh, das ist so blöd gelöst, ne? Ich könnte mich jedes Mal drüber aufregen. Es ist so dämlich gelöst.
Dankeschön. Und ist der Doe-Typ dabei? Nein. Xin Y, Stern 64 und 83KY. Alles klar. Wir spielen 1 irgendwas. Wahrscheinlich 1 Castle. Oh nein. Ja, tatsächlich 1 Castle. Weil es war keine Zahl da, sondern ein Wortzeichen, also muss das Schloss sein. Ist es jetzt wieder mein Internet? Aber es kann doch nicht sein. Aber guck mal, der Kringel ist wieder bei mir. Seht ihr das? Es kringelt bei mir. Ich verstehe es nicht. Heißt das jetzt, es ist bei mir das Problem oder ist es dann doch auch bei anderen möglich? Guck mal, jetzt ist der Kringel bei mir. Und gerade eben ging es ja aber. Also an wem liegt es jetzt? An mir oder an anderen? Ich sehe halt den Kringel und den sehe ich ja sonst nicht. Ich bin so irritiert, ne? Aber wir können spielen. Slow-mo, aber wir können spielen. Problem ist, das ist eine Stage mit einer Axt am Ende. Heißt, es nützt überhaupt nichts, wenn wir das Ziel nicht erreichen. Die Münzen wurden frisch ausgelöst, das heißt, er ist gar nicht so weit weg, wie uns das Spiel gerade vormachen will. Wir können den noch einholen. Da ist er nämlich schon. Hör auf zu kringeln. Und gleich schießt es mich wahrscheinlich raus, weil es plötzlich schneller wird. Oh nice, oh nice, oh nice. Oh oh. Runter! Ich versuche gerade Stampfattacke zu machen, aber er macht keine. Jetzt! Oh, ich hoffe, hat er den aus. Oh nein! Ja gut, den Hit kassiere ich. Den Hit tanke ich. Jetzt weiß ich nicht, kann ich unten weiterlaufen? Oder kommt dann eine Wand? Ich kann weiterlaufen. Dann laufe ich einfach durch. Sweet. Nein, zu bald gesprungen. Oh nein. Raus. Aber denn dahin, nicht in die Goomba. Oder Galumba, oder wie das Viech heißt. Okay, Mario hat's erwischt, aber der blaue Toad ist halt noch vorne. Oh, ich hab's nicht getroffen. Jetzt kommt doch der Swamp zurück, oder? Ich muss in der Mitte, muss ich den Swamp abpassen. Oh Gott, das wird knapp. Der fährt jetzt langsam zurück. Oh weia, oh weia, oh weia, oh weia, oh weia. Und einmal hochspringen. Spring! Spring! Ich hab doch gedrückt. Oh Gott. Okay, der fährt jetzt da durch. Und das heißt aber, die anderen können gerade nicht nachkommen. Weil der erstmal jetzt durchziehen muss. Ja, richtig dumm gelöst. So, aber die Frage ist, wie weit ist der blaue Toad jetzt vorne? Ah, komm ich hoch, ja. Gerade so. So, die können nicht nach, aber ich komme halt auch nicht vor. Schnell genug. Kann ich das? Oh, das ist riskant. Reicht das? Ja, das reicht. Da fällt ein Swamp runter. Nein, du springst. Die springt ab. Die springt. Die blöde Nuss, weil sie sich jetzt festgehalten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh boy. Oh, weil sie sich festgehalten hat, die blöde Nuss. Wie ist denn der jetzt so schnell nachgekommen, der Luigi?
gleich ganz Feierabend hier. Aber warum? Das andere Level vorne hat doch funktioniert. Ich verstehe es nicht. Gut, jetzt hat er den ausgelöst. Oh boy! Scheiße. Ernsthaft? Ich glaube, das wollte er nicht drücken. Ja, okay, dann drücke ich gar nichts. Mist. Wieso ist es jetzt kurz wieder flüssig? Yo, ich check das nicht. Jetzt ist es flüssig. Warum? Jetzt, wo ich hinten bin. Okay, es war flüssig. Gut, den hat's erwischt. Komme ich da schnell genug, bevor der losfährt? Nein, der nimmt mich mit. Aber ich kriege hier gleich wieder einen Pilz. Insofern ist das okay. Aber der blaue Toad ist halt leider viel zu weit vorne. Der wartet hier auf den Swarm. Den werde ich gleich wieder tanken müssen. Nimm halt den Block! Holy shit! Oh, da kommt sogar eine Blume raus. Das ist ja sick. Und gut zu wissen, weil das bedeutet zwei Hits. Aber der blaue Tod ist halt immer noch vorne, ne? Der schafft das hier durch. Mist. So, lauf. Oh, wir schaffen es ohne Hit. Oh, voll gut. Das heißt, wir kommen hier einfach raus jetzt. Das ist gut. Das ist gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das ausreicht, aber gut. Zu wissen. Okay, da ist ein Checkpoint anscheinend. Ich tank den jetzt. Ist egal, wenn da eh ein Checkpoint kommt. Nehme ich den mit. Nice. Aber ja, Stern 64 ist halt schon vorne. Keine Ahnung, wie viel da noch kommt. Spring! Ja, schade. Schade, schade. Ja, es hat halt leider geleckt. Aber woran lag's? Der Kringel war bei mir. Aber wir hatten auch ein Level vorne, wo es nicht geleckt hat. Das verstehe ich dann halt nicht. Aber leveltechnisch war das eigentlich cool für Multi. Die Swamps waren ein bisschen ungünstig. Aber sonst war das eigentlich cool für Multi. Ja, komm. Können wir schon einen Toll geben. Können wir schon einen Toll geben. Aber ich habe halt nicht verstanden, warum es jetzt wieder geleckt hat. Bin ich es oder bin ich es nicht? Jedes Mal die gleiche Frage. Immer der gleiche Mist. Von 4. Das ging jetzt mal fix wieder. Wer ist dabei? Keiner, den wir schon hatten. Zumindest erkenne ich keinen Namen. Na, gucken wir mal. Wenn es wieder leckt, Mo 7. Dann lassen wir es wohl besser. Es hat relativ kurz geladen und im Moment leckt auch noch nichts so richtig. Also ist nicht so schlimm. So ein bisschen, aber es geht eigentlich in Ordnung. Oh nein! Hä? Hä, wir sind hier... LOL! Thank you.
Lol, hier hinten spawnt... Oh nein, okay. Hier hinten spawnt... Oh nein, man muss durch irgendeine Röhre hier vorne. Oder? Ach, man muss da hoch. Nee, hier kann man rein. Oh, lol. Komplett lost. Oh, was ein Troll. Was ein Troll-Level. Okay. Legen wir los, ja. Zu spät. Aber es hat nicht geleckt. Und ich frage mich wieder, liegt es jetzt also an mir, wenn es leckt? Oder nicht? Anscheinend ja nicht, weil es geht ja auch ohne. Für Multi trotzdem lustig, auch wenn es ein Troll war, ne? Für Multi eigentlich lustig. Naja, egal. Wir bleiben mal drin. Mal gucken, wer alles drin bleibt. Anscheinend niemand. Ach, komm schon. Okay, das ging auch wieder fix. Und wer ist alles dabei? Keine, dessen Namen ich mir gemerkt haben könnte. Okay. Gucken wir mal, was passiert. 1.1 HD Remake. Uff. Das klingt auf jeden Fall nach ordentlich durchrennen. Ist es einfach 1.1 in New Sub? In 3D-Land ist es 1.1 anscheinend. Aber ohne Röhre, die hat nicht funktioniert. Nicht da rein! Das ist die Chance. Das ist die Chance. Ich darf jetzt einfach nur nicht sterben. Wenn es genauso kurz ist wie das Original, dann haben wir es jetzt. Hä? Oh nein, der hat die Abkürzung genommen, ne? Ah, oder war der einfach vor mir? Und ich hab den nicht gesehen. Ich glaube, ich habe den nicht gesehen, dass der vor mir war. Oder hat er durch die... Ist der durch den... Ich weiß es nicht, ich hab's nicht... Mist! Schade, das hätten wir haben können. Das ist auf jeden Fall gutes Multilevel. Das hätten wir haben können. Das hätten wir haben können. Schade, schade. Ah, wir stürzen langsam auf C wieder ab. Ah, das ist mir egal. Ich will einfach nur Spaß haben beim Spielen. Ist mir völlig egal, wohin wir abstürzen. Eieiei. Komm schon, gib mir 4 von 4. Jetzt. 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 Danke. Also gerade läuft wieder, ne? Oh, guck mal, die sind fast alle drin geblieben. Kideri Tremiona hat man gerade und Roblox Girl ist neu. Das sieht auch ganz merkwürdig aus, das Mii von Roblox Girl. Aber hey. Hä? Das ist mal eine interessante Challenge. Oh. Ich habe nicht mitgenommen, ne? Ich habe ihn nicht mitgenommen. Wieso habe ich keinen Stern erwischt? What? Viel zu kurz. Wieso habe ich keinen Stern Was? Warum? Ich bin entsetzt. Also mal abgesehen davon, dass es eh zu kurz und albern war, das Level. Aber ich habe... Wieso habe ich den Stern nicht mit... Ich meine, da fallen Millionen Sterne auf uns runter. Wenn es Gegner gewesen wären, ich wäre von allem gestorben. Aber den Stern sammle ich nicht ein. Alles klar. Ich bin wohl zu bald in die Box rein.
Oh, jetzt sind alle raus. Ach nee, Keteri-Trem ist noch drin. Die anderen sind neu. World 1 Boss. Oha. Ein Bosskampf ist schlecht für Multi. So viel kann ich jetzt schon sagen. Aber auch hier, ne, es laggt nicht. Toll. Jetzt warten wir drauf, dass einer den Boss besiegt und den Schlüssel hat. Moment, ich kann die aber gar nicht hochwerfen. Wir spielen ja... Also muss man auf ihn drauf springen. Uff. Wait, haut er mit dem Schlüssel gerade ab? Okay. Das war interessant. Hat er das gewusst, dass man da oben rum kann? Da es anders lösbar ist, ist das eigentlich sogar ganz interessant für Multi. Ne, weil es dann wirklich ein Multi-Boss-Kampf ist und es geht nicht darum, wer durch die Tür kommt. Das war ja ganz cool. Und wir haben unsere Punkte reduzieren können, zum Glück, dadurch, dass wir auch die Flagge erwischt haben. Aber, okay. Weil wenn, der Kampf um die Tür losgeht, na, dann versucht jeder auf ihn draufzuspringen und sich den Schlüssel zu holen. So war das nicht möglich. Der konnte einfach abhauen. Kluger Mann. Kluger Mann. Guck mal, ein paar sind wieder dabei. Silver und der Kederi-Trem bleibt nach wie vor drin. The Yoshi Cave. Das klingt ja vom Namen her erstmal nach einem schönen Level. Es laggt auch im Moment nicht. Hier ist bestimmt ein Yoshi drin. Nein, hier geht's nicht weiter. Leck mich doch fett. Oh, was tue ich? Okay, was immer da drin war. Bruder! Ich bin so blöd, ne? Nein, das ist ein einfaches Level. Das heißt, die werden das schaffen. Oh! Das war fies. Ich hoffe, ich brauche Yoshi nicht nochmal. Ich meine, es heißt Yoshi Cave, aber... Vielleicht kriegen wir ja noch einen Yoshi bei einem Checkpoint oder so. Oder auch hier einfach ein neues Yoshi. Okay. Checkpoint. Den haben wir aber schon eine ganze Weile vorher ausgelöst. Das heißt, wir sind ganz schön weit hinterher jetzt. Ist egal. Yoshi brauche ich nicht bisher. Das war nicht so cool jetzt. Wow! Mist. Schnell! Nein! So close! Wir hätten zumindest noch die Punkte reduzieren können. Ah, schade. Okay. Aber, multitechnisch... Man könnte jetzt wieder beim On-Off diskutieren, aber der On-Off war eigentlich nicht so, dass er blockiert hat. Der On-Off war eigentlich in Ordnung. Aber wir stürzen in dem Part noch auf C, aber ich sehe es schon kommen. Und ich hätte das haben können. Das war ein Level, das hätte man schaffen können. Das ist schon eigenes Verschulden. Es hat auch nicht geleckt, also. Was also für mich wieder heißt, es liegt nicht an mir, dass es laggt. Weil sonst müsste es doch immer laggen. Verstehe das nicht. Zeigt es dann den Kringel einfach überall an? Aber früher war es doch so, dass es, wenn es geleckt hat und ich nicht immer den Kringel bekommen habe. Ach, keine Ahnung. Egal. Bisher läuft ja. 2-1. 2 Sterne von 5.
und ein japanischer Name. Let's go. Wer bin ich eigentlich? Der blaue Tod, ne? Ja. Nein! Okay, da ist der Tod wohl sehr sinnvoller. Scheiße. Ich hoffe, die stürzen auch noch ab. Ach, warum bin ich immer so hektisch? Okay. Na, ist super. Die hole ich mir jetzt aber. So, das heißt, er ist abgestürzt. Das heißt aber, der Luigi ist noch weiter gekommen. Der ist noch nicht abgestürzt seitdem, ne? Ja, der Luigi ist vorne. Ja. Das heißt, er hat auch gleich gewonnen. Ziemlich sicher dann. Mist. Wow, das habe ich nicht realisiert. Oh nein! Da wären Blöcke wahrscheinlich, irgendwas Verstecktes. Brauchen wir aber nicht. Ah, der Luigi ist einfach immer noch vorne. Nein! Aber immerhin Punkte reduziert. Immerhin Punkte reduziert. Puh. Puh. Multitechnisch sehr schönes Level. Kann man spielen. Auf jeden Fall gut. Auf jeden Fall gut. Dann hätte ich am Anfang nicht den Tod gehabt, hätten wir das geschafft. Also, wie immer, selbst Schuld, kein Mitleid. Weiter. Aber es macht Spaß. Jetzt, wenn es läuft, wenn es nicht laggt, macht es Spaß. Und das soll's ja. Darum geht's ja. Ne, ist mir so egal, wenn wir abstürzen. Okay, bis auf F Silber kenne ich niemanden. Ice Cave Crossing klingt auch interessant, allerdings. Wenn das so runterfallende Zapfen sind, könnte das unangenehm werden im Multi. Mal gucken. Oh je, es lädt lange. Oh nein. Ich glaube, mittlerweile kriegt man einfach immer den Kringel angezeigt, ne? So ein Shit. So, tschüss. Alter! Können wir dann jetzt anfangen loszulaufen? Dankeschön. Oh boy. So, aber es geht im Moment, ne? Es ist langsam, aber es ist konstant langsam. Wie wirklich richtiges Slow-Mo. Okay. Da kommt bestimmt ein Pilz raus. Den gönne ich mir. Vielleicht gönne ich ihn mir auch nicht. Ja, Mario, habe ich dir gern gegeben. Viel Spaß damit. Okay, wir rutschen. Ich hoffe, das geht gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird unangenehm. Ja. Ach Mist, und jetzt hat er da freie Fahrt. Okay. Wie das ausgesehen hat. Oh mein Gott. Viel zu gut. Das hat so gut. Das hat so gut ausgesehen. Da passt jetzt, wird jetzt perfekt dieses Meme passen. It was at this moment he knew he fucked up. Ah, oh, das wird jetzt so gut passen dahin. Oh mein Gott, beste Stelle.
So, ich will aber den Pilz. Nee, das... Hat er sich wieder den meinen Pilz gekrallt, ne? Ah! Bisher ist nur der Blaue vorne richtig. Alle anderen sind wieder gestorben. Der Blaue ist aber noch gefährlich. Huch, Hilfe. Entschuldigung, ich bin jetzt woran gestoßen. Ich muss hier ganz kurz was richten. So. Problem ist, der Zapfen ist wieder da. Aber wir schaffen den Sprung diesmal. Okay, nice. Oh, ich bin zu schnell. Okay. Oh Gott. Oh ja, nice. Sprung geschafft. Weg damit. Okay. Okay. Das war knapp. Checkpoint wäre jetzt super. Aber der Blau... Der Blau ist gestorben. Wir sind vorne. Oh, oh. Ich dachte gerade schon. Nein. 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 Oh Gott. Ich muss jetzt nur ruhig durchspielen. Ich bin vorne. Ich hab das voll... Oh, oh. Oh, sind das weite Sprünge gerade, ne? Okay, ganz langsam. Nein! Scheiße. Wir hätten das haben können. Wir hätten das haben können. Wir hätten das haben können. Ich hab's versaut. Oh, es ist bitter. Ist das bitter? Der Grüne ist wieder gestorben, aber Mario ist noch vorne. Wir haben endlich selber den Pilz bekommen. Das nützt mir nur leider nicht. Mario ist auch wieder gestorben. Let's go. Wir haben wieder eine Chance. Mario ist auch wieder gestorben. Oh mein Gott. Es lässt sich halt nicht perfekt kontrollieren, dadurch, dass es so... Ne? Dadurch, dass es halt so ein bisschen laggt, ist die Steuerung nicht ganz so präzise. Aber wir haben jetzt einen Hit gut. Woran sind wir gestorben? An dem Ding da hinten. Genau, an dem Beetle. Das kann jetzt ja schon nicht mehr passieren. Genau, an dir sind wir gestorben. Oh Gott, nein, 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 nein. Einfach durch. Okay, hier wird's unangenehm. Ganz vorsichtig. Der fällt. Der ist jetzt weg. Der kommt so schnell auch nicht wieder. Ist da oben einer? Ja, da nämlich. Auf weg! Nein! Oh boy. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Nicht runterfallen! Oh Gott! Nein, 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 nein. Okay, gehen wir erstmal. Machen wir es so rum. Das geht auch. Das war sogar gar nicht so verkehrt. Und jetzt raus. Nice! Oh, das haben wir uns wirklich jetzt mal verdient. Das haben wir uns jetzt wirklich mal verdient. Das war so eine schwere Reise. Und wir sind so oft gestorben. Oh mein Gott. Und haben uns jedes Mal wieder vorgekämpft. Oh. Endlich mal ein Sieg. Oh, und das war ein schönes Level. Das war ein schönes Level. Kann ich das noch? Schaffe ich das noch schnell? Hier, zack. Ah. Oh. Das war ein schönes Level. Das ist auch multitechnisch echt schön. Ne? Jeder hat selber die Chancen.
Ist ein bisschen ungünstig mit den fallenden Zapfen halt, weil man da die Gegner jeweils ein bisschen... Aber es hat eigentlich uns nicht gegenseitig behindert. Eigentlich haben wir uns nie gegenseitig behindert. Es war einfach nur ein Wettrennen. Und das war ja eigentlich dann ganz nett. Kann man machen. Kann man machen. Leider hat es gelaggt. Aber gut, was soll's. So. Haben wir wieder ein bisschen Puffer, bis wir auf C runterfallen. Oh mein Gott, ey. Viel zu wild war das gerade. Okay. Oh, jetzt geht das wieder los. Denke, ich werde den Part auch gleich beenden. Das ist hier... Ich hätte ein bisschen länger gemacht, aber... Es scheint gerade nichts allzu optimal zu sein. Mal geht's mit dem Internet und dann mal wieder nicht. Und keine Ahnung. Ich weiß aber halt nicht, ob es bei mir ist oder woanders. Okay, lass uns zu zweit spielen. Lass uns jetzt nicht noch einen dritten reinholen. Lass es bei zwei. Ja, oh, meinetwegen das. Dann starten wir auf jeden Fall. Oh, guck mal, F-Silver ist auch wieder da. Felix und Vishal sind neu. 1-1, a cat in training. Sogar mit gegeneinander getaggt. Nein, es lädt. Okay, ich habe nichts gesagt. Das war so klar. Okay. So, wer die Katze hat, hat gewonnen. Oh nein! Aber ich habe den Schlüssel. Wieso hat er den Schlüssel? Kloppt? Wait, wo ist... Hä? Oh. Ja, dann habe ich wohl gleich den Schlüssel. Schnell zur Tür. Ja. Ist klar, Freunde. Boah, ist der gut. Okay, wir kämpfen wieder. War klar. Das war blöd. Das Problem ist halt, jetzt wartet jeder einfach da, ne? Welches ist denn die echte? Okay, er hat's erwischt. Got it. Nice. Nice. Nicht so nice. Yes! Ah, verdient. Puh. Stampfattacke auf die Tür und dann direkt durch. Das ist so die einzige Möglichkeit, wie man diesen Sprüngen umgehen kann. Puh. Gerade läuft. Wir spielen jetzt noch so lange, bis ich wieder einmal verliere. Dann hören wir auf. Nice, da kommen die Punkte zurück. So muss das. So muss das und nicht anders. Eie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 
Ja, kann ich nichts machen. Ich hole mir trotzdem wieder einen Pilz mit. Ah, da war ich zu fix. Nein, wie dumm! Das war knapp. Aber ich glaube... Ich meine, ich gehe jetzt oben rum. Sagte er und... Ist zu dumm zum Springen! Oh, ich hasse dieses Springbrettern. Ja, ihr wisst, was ich meine. Aber Mario ist halt immer noch vorne, ne? Das holt man nicht mehr ein. Das holt man nicht mehr ein. Schade. Wäre ein schönes Level gewesen, um nochmal zu gewinnen. So, jetzt sind wir oben rum. Oh, das hat sogar eine Röhre. Mit Checkpoint. Den alle schon ausgelöst haben. Wer ist wieder der letzte Depp? Ich. Oh Gott! Seit wann kann man in Green Hill Zone runterfallen? Oh, komm schon. Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass man komplett runterfallen kann, weil normalerweise hat alles einen Boden. In Green Hill Zone meine ich jetzt. Riskanter Sprung. Mario ist halt wieder vorne. Aber den... ja. Da ist mein Pilz, den ich ausgelöst habe. Wir hatten es also fast geschafft. Ach, hätten wir haben können. Schade. Na gut. Na gut. Aber ich mach's anders. Wir spielen so lange, bis es laggt. Will nicht schon aufhören. Ich dachte eigentlich, wir kriegen noch mal einen Sieg, aber ja, nicht funktioniert. Wir bleiben drin. Wir spielen, bis es laggt. Machen wir es so. Nicht, bis ich verliere. Solange ich noch Spaß habe, warum soll ich dann aufhören? Ne? Gut, wenn ich jetzt zweimal wieder 30 Sekunden warten darf, ist das mit dem Spaß auch gleich vorbei. Oh. Danke. Let's go. Okay, komplett neue außer Weeshall. Es könnte also wieder laggen. Mario Minigolf. Das klingt nicht nach etwas, was man im Multi spielen kann. Aber nach einer coolen Idee klingt es. Ja. Oh, ich verstehe. Das wird im Multi sowas von nicht funktionieren. Ja. Freunde. Ihr müsst das schon richtig spielen. Ich hab's verpeilt. Jetzt schießt den... Oh, bist du doof? Du musst den schießen. Ja, gut, dann ebenso. Lasst uns doch einfach durch die Tür gehen. Leute, das ist doch eh nur der erste Kurs. Als ob das jetzt... Oh. Danke. Ist halt den Ernst, ne? Ist Mario da oben? Oh mein Gott, sind die alle blöd? So. Jetzt lass mich das doch mal in die Hand. So, wir machen das jetzt einfach so.
Jetzt geht der da nämlich hin und her. Und wir sind schon mal einen Schritt weiter. Ah, oh, Kinders, ey. Und während der da hinten jetzt hin und her zieht, muss halt der noch da durchziehen. Ach, jetzt hat einer... Ach, nee, jetzt haben die den Schlüssel so eingesammelt. Ist das denn ihr Scheiß Ernst? Du kriegst doch den nicht raus. F. Wenn ich jetzt neu starte, wird das Ding zu einer Blase, ne? Sehr gut. So, dann soll Mario den nehmen. Wir kriegen ja eh noch mehr Kurse, als ob das der einzige Kurs ist. Die einzigen zwei. Die Idee ist großartig, aber für Multi nicht geeignet. Oh, interessante Idee, Mario. Die leider nicht funktioniert. Schade. Na, da hinten komme ich nicht. Ich kann es kurz probieren, aber ich glaube, da werde ich... Ja, das ist eine Röhre. Ja, war klar. Okay. Ihr müsst das nehmen und wer... Oh, seid ihr denn komplett nussig? Ja, immerhin, er checkt, was los ist. Wir müssen da weggehen. Wir müssen den öfter treffen. Jetzt sammelt ihr alle wieder den Hut. Geh da weg. Ja, ich hab nichts gesagt. Bin leider selbst ein Depp. Gut, ja, so kann man das auch losschicken. Alles gut, prima. Ihr macht den Kap... Oh. Gut. Nice. Nein, der ist kaputt gegangen. So sad. Der geht durch. Der geht durch. Der geht durch. Der geht durch. Ja, noch ein Treffer. Sehr schön. Aber jetzt fängt es plötzlich an zu lecken. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Okay, jetzt geht's wieder. Ich mach nichts, ich bleib hier, keine Sorge. Geh da weg! Wieso leckt's denn jetzt plötzlich die ganze Zeit? Da ist auf jeden Fall noch ein Treffer. Nice, der geht durch. Sweet. Geht da weg. Geht unter der Röhre weg. Alter. So. Der geht durch. Ist das meiner? Ist das der Schlüssel? Nein. Noch nicht. Aber ich habe auch mal... Jetzt hat er den aufgesetzt! Der hat die doch gerade in der Hand, der Vollidiot. Alter, hör auf, dir das Ding aufzusetzen. Weg damit. Ist das jetzt mein Schlüssel? Immer noch nicht. Geh da weg jetzt! So, ich habe den nächsten losgeschickt. Nein, er ist kaputt gegangen! Geh da weg! Geh da weg! Da kommt gleich das... Ja, danke. Schieß das jetzt, dankeschön. Oh, Mario. Immer noch nicht der Schlüssel. Schießen!
Nicht aufsetzen! Ah, oh, der ist kaputt gegangen. Danke. Nein, der ist kaputt gegangen. So sad. Als setzt er das wieder auf, ne? Och, schießt die halt, anstatt die euch aufzusetzen. Mann! Ah, oh, jetzt ist er kaputt gegangen. Alter. Schießt das jetzt, danke. Gut, der ist durch. Null. Immer noch nicht der End-Hit. Ah, es gibt's doch nicht. Gut. Nein! Nein, warum? Oh, das ist natürlich eine interessante Idee, dass wir da durchgehen, aber das wird nicht funktionieren. Nein, jetzt steht er da! Der muss raus! So können wir gar nichts mehr machen! Luigi, du musst raus! Neustart, Luigi! Luigi, du musst neu... Oh mein Gott! Yes! Nein, er ist durch! Aber jetzt ist immerhin das Ding weg. Oh mein Gott, ich hab's geschafft, dass das Ding weg ist, ne? So ein Blödsinn. Soll er da jetzt halt immer noch drin sein? Scheißegal. Endlich! Mein Gott! Wir werden an der Zeit sterben. Schieß das. Danke. Nein, es ist kaputt gegangen. Der ist auch wieder kaputt, ne? Geh da weg! Nicht autisch! Alter, ihr seid so blöd, ne? Es ist halt nicht das Schlimmste. Es reicht nicht. Wir schaffen es nicht. Weil die zu blöd sind. Na, dann kriegt jemand keiner Punkte. Das ist so schwierig, so ein Blödsinn. Ihr seid einfach zu dumm. Aber leider ist es für Multiplayer kein Level. Großartiges Level, was die Idee angeht. Sehr schön, aber für Multi nicht möglich. Es hat nicht geleckt, also hören wir nicht auf. Aber so, wie blöd kann man denn sein, dass man das nicht hinkriegt, das zu koordinieren? Ganz ehrlich. Und dann geht der Luigi da noch in die Lücke rein mit seinem scheiß Helm. Und schafft es nicht, wieder rauszugehen. Oh mein Gott. Das hat mich gerade salty gemacht. Autoscrolling. Du kannst mich jetzt loslassen, danke schön. Ich sterb nämlich eh. Scheiße. Was nicht gut ist, wenn es scrollt. Weil jetzt sind die weg. Jetzt muss ich drauf hoffen, dass die sterben. Allerdings habe ich dadurch jetzt auch mehr Ruhe.
Habe ich ihn getroffen? Nice. Nice. Damit kommt er nicht mehr. Scheiße. Ja gut, dann nicht. Dann kein Pilz für mich. Aber ein Propeller für mich. Oder auch nicht. Scheiße. Nein, es sind alle gestorben. Es sind alle gestorben. Und wir wissen jetzt schon, dass da ein Propeller ist. Okay, Mario ist raus. Oh, aber der Propeller ist jetzt ausgelöst, ne? Oh boy. Warum hat er das jetzt angezeigt? Ich meine, das ist mir klar, aber... Danke für die Information, ne? Ja. Der hat gerade einen Checkpoint ausgelöst. Das heißt, der ist ganz schön weit vorne. Scheiße. Ich habe den Checkpoint immer noch nicht. Wo ist denn der Checkpoint, den er ausgelöst hat? Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Ich muss drauf hoffen, dass er stirbt. Sonst habe ich keine Chance. Okay, die Röhre reagiert nicht. Da ist wieder mein Propellerpilz. Aber ich habe halt keine Chance, ihn einzu... Er ist gestorben! Let's go! Ich sehe ihn jetzt also zwar ein paar Mal, aber er kann nicht an mich rankommen. Aufgrund des Scrollings. Es ist halt so dumm. Wow, 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 wow. Und wenn ich jetzt nicht sterbe... Was ich nicht tue! Let's go! Yes! Wo ist der denn gestorben? Wo ist der denn gestorben? Nice. Aber wegen, an sich für mich kein gutes... Weil du kannst halt genau aus dem Grund, ne? Sobald es Autoscrolling ist, ist es halt unfair im Multiplayer. Ja, der hat keine Chance aufzuholen, egal wie gut er ist. Wenn ich nicht vorne sterbe, hat er keine Chance aufzuholen. Und ich hatte nur Glück, weil er gestorben ist. Also, ne? Das war jetzt nicht so... Nicht so schön... sein für ihn. Für mich umso besser. Aber ja, leider. Leider, leider. Und es leckt immer noch nicht. Die nehme ich mir. Die Zeit. Na! No! Oh boy, lass mich in Ruhe. Oh, da war ein Checkpoint. Oh, da war eine Pflanze. Oh Gott, wie war. Oh, die sind aber ganz schön nah als am. Oh, die sind ganz schön weit vorne. Na, ah, schade. Schaffen wir es noch schnell hin? Nee, schaffen wir nicht mehr. Na! Ah! Kritisch. 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 Kritischer Tod. Kritischer Tod. Aber Multiplayer-technisch auf jeden Fall voll in Ordnung. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Bisschen kurz. Bisschen kurz, ne? Wenn man nicht direkt los ist, dann ist vorbei, aber kann man es so lassen. Kann man es so lassen. Komm, ja, danke. So ist es brav. Pikamar, Poki und das Supercon. Alles klar.
Easy peasy. Na dann. Da ist doch bestimmt wieder eine Katze im Baum. Jo! Ach so. Ach so! Ist das nur der eine? Ja, es ist der eine. Voll der Wait einfach. Wait auf Luigi. Nein, er hat's geschafft. WTF. WTF! Es ist halt noch nicht mal vorbei. Das ist die Röhre raus. Ja, fahr du Auto. Lel. Abkürzung. Aber der ist vorne, das ist das Problem. Der Mario da vorne ist das Problem. Und wenn wir jetzt sterben sollten... Wer ist noch ein... Fuck. Größeres Problem. Ja, keine Chance. Schade. Schade. Aber er hat verdient gewonnen. Er ist hier echt geskillt durchgekommen. Kann man nichts sagen. Super Con macht seinem Namen alle Ehre. An sich kann man es als Multiplayer-Level anbieten. Der Anfang ist ein bisschen... aber es ist ein schöner Wait eigentlich, wenn man so will, ne? Kann man so anbieten. Und es hat nicht geleckt. Was mit dem Level nichts zu tun hat, aber was heißt, wir machen weiter. Grusin, Puki und Defgan 4. Puki hat man gerade schon. Alle anderen sind raus. Okay. Japanisches Level. 2. Kein Lag. Ich riskiere es. Ist halt immer riskant ohne Power. Ab. Okay, wir nehmen uns ein Power-Up mit. Ja. Problem ist halt, die haben schon einen Checkpoint, wie man hört. Und jetzt fängt es an zu laggen. Wo ist der Checkpoint? Oh je. Oh je. Wir sind nicht mal close am Checkpoint. Fuck. Ja, und da ist jetzt Lag-Term auf jeden Fall nach dem Part auf. Nach dem Level. Der Molder gefällt mir nicht, der da runterfällt. Da oben ist der Checkpoint. Irgendjemand ist gestorben. Ja, was soll ich tun? Es wird gleich unspielbar. Aber warum? Am Anfang ging es doch, klar. Die sind alle noch hier. Okay, ich tank mich da jetzt durch. Ich weiß nicht, ob das geht. Man muss wahrscheinlich oben rum. Und Luigi blockiert den Haken oder was? Und lauf. Oh mein Gott, das ist das Ziel. Ja, es war klar. Ich hab den. Der Hit ist raus. Nein! Mist, ich wollte gerade sagen, das kriege ich getankt. Aber zu spät. Ach, ärgerlich.
Hätte ich die Blume gleich gehabt. Ah, verdammt. Okay, dann schließen wir so ab. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und das war ein etwas längerer Multiplayer-Part mal wieder. Hoffe, auch die gefallen euch zwischendurch immer mal. Ich hatte jedenfalls Spaß insgesamt. Am Anfang war es ein bisschen schleppend, weil ich nicht wusste, bin ich jetzt der Lagger oder nicht. Dann lief es eine Zeit lang nicht gut von der Wertung her, aber es hat wenig geleckt. Dann hatten wir sehr inkompetente Gegner und haben ab und zu sogar mal ein paar Siege errungen. Also insgesamt, glaube ich, haben wir gar nicht so viel Verlust gemacht in dem Part. Aber auch nicht viel Gewinn. Danke fürs Zuschauen und tschüss.